Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Kurz vor dem Beta-Update. Ich kann es kaum erwarten. Jo, beim letzten Mal haben wir noch drei Schiffe, ja, zwei Frachter und einen Zerstörer platt gemacht. Obwohl der Zerstörer irgendwie an sich gesunken ist und der Torpedo nicht explodiert ist. Ein paar Schiffe sind uns leider entkommen, aber wir haben jetzt bei der Mexiko nachgetankt, sind wieder voll bestückt und können weitermachen. War sogar relativ günstig, also ich habe jetzt noch nicht mal 10.000 ausgegeben. Ne? Jetzt müssen wir erstmal wieder ein bisschen Kohle verdienen, damit wir uns den neuen Kommandoturm leisten können, den wir jetzt auch schon fertig erforscht haben. Als nächstes erforschen wir jetzt den Zaunkönig. Wir gehen hier mal auf Rundhorchen. Tauchen auf 50 Meter. Wechseln auf E-Motor. Auf Seerohrtiefe 30. Und 15. Haben wir da was? Nope. Dann fahren wir hier einfach mal quer durch. Auf Seerohrtiefe. Jawohl. Wechseln jawohl. Auf Dieselmotor. Muss doch irgendwo was Gutes sein. Gehen wir hier nochmal auf den Grund heute. Wechseln auf E-Motor. 30. 50. Nichts. Na, schade. Auf Seerohrtiefe. Wechseln auf Dieselmotor. Komm schon. Gib mir einen schönen Konvoi. Tauchen auf 50 Meter. Ich will auch einzelne Frachtschiffe nehmen. Auf Seerohrtiefe. Wechseln auf Dieselmotor. Tauchen auf 50 Meter. Komm, jetzt machen wir was Gutes. Ach, na, nicht. Anblasen. Wechseln auf Dieselmotor. Ah, jetzt vielleicht. Wechseln auf E-Motor. Nein. Auf Seerohrtiefe. Wechseln auf Dieselmotor. Leider nicht. Tauchen auf 50 Meter. Wechseln auf Seerohrtiefe. Nichts. Wechseln auf Dieselmotor. Zu Befehl. Komm schon. Tauchen auf 50 Meter. 30. Wechseln auf Italien. Anblasen. Ach, nichts. Wechseln auf Dieselmotor. Tauchen auf 50 Meter. Wechseln 30, auf E-Motor. 50. Tanzen. Oh. Anblasen. Wechseln auf Dieselmotor. Hier muss doch irgendwo ein Konvoi unterwegs sein. Tauchen auf 50 Meter. Wechseln 30. auf E-Motor. Tanz, auf Seerohrtiefe. Oh, auch wechseln nicht. Auf Dieselmotor. Jawohl. Tauchen auf 50 Meter. Komm schon. Tanz, anblasen. Nein. Wechseln auf Dieselmotor. Tauchen auf 50 Meter. 30. Wechseln auf Seerohrtiefe. Auch nichts. Jawohl. Bestätigt. Wechseln auf Dieselmotor. Tauchen auf 50 Meter. Komm schon. Wechseln auf auch nichts. Wechseln auf Dieselmotor. Warum ist hier nichts mehr los? Tauchen auf 50 Meter. 30, 50. Wechseln auf E-Motor. Zu Befehl. Tanzen, anblasen. Oh. Wechseln auf Dieselmotor. Weiß nicht, ob wir uns den neuen Kommandoturm dann schon leisten können. Tauchen auf 50 Meter. 30. Wechseln auf E-Motor. Und schon. Wechseln auf Dieselmotor.
Na. Tauchen auf 50 Meter. 30. 50. Wechseln auf E-Motor. Das hat ja keinen Sinn hier. Tanz, auf Seerohrtiefe. Wechseln auf Dieselmotor. Lass mal eben kurz noch die Kompressoren voll. Oh. Ah, 7 Tage später. Das ist ja ärger nicht, ja. Donnerstag, der 22. Juni 1944 im Hafen von La Rochelle. Es ist neblig. Jemand steht auf der Brücke. Die See ist rau. Die Sicht ist kurz. Berg kriegt nochmal 4 Punkte. Und ein U-Boot Kriegsabzeichen. Rang kriegt das Spiegelei. Und noch ein paar Punkte. Und Rini kriegt auch das Kriegsabzeichen. Wir kriegen ein paar Punkte mehr. Yeah! Stufe 2 haben wir auch schon fertig. Nice. Boah, jetzt fehlen noch 150.000. Ne? Die Wingu Island versenkt. Die Kommandeurin versenkt. Die Raya versenkt. Die Kondo versenkt. Baron versenkt. Ein V-Klasse-Zerstörer. Ein Foxhound. F-Klasse-Zerstörer. Nice. 2 wurden befördert. Herr Kaloy. Ja, was kannst du? Jo, kriegst das. Kapitän. Und du bekommst. Du bist Speedo-Heini, ne? Ja, das. Wunderbar. Die Forschung ist auch abgeschlossen. Super. So, die Roten machen sich schon breit. Militärvorrat. Bevor das nicht mehr geht, kriegen wir noch ein bisschen extra Money. Herr Kaloy. Was brauchst du, Herr Kaloy? Ja, ich möchte gerne mein Boot aufrüsten. Und zwar eigentlich den Kommandoturm. Das dauert 60.000. Wir haben 58.000. Wir verkaufen was. Schau mal. Ja, die Zusatzmunition. Davon müssten wir eigentlich nur 1000 Stück verkaufen, ne? Dann hätten wir das Geld schon. Oh, 60.147. Herr Kaloy. Was brauchst du, Herr Kaloy? Einen neuen Kommandoturm. Hä? Wo ist der andere Turm hin? Hä? Der war doch gerade hier. Hä? Ich verarsche. Was ist der Turm denn? Hä? Was brauchst du, Herr Kaloy? Nimm mein Turm. Ist das auch wieder irgendwie ein dummer Bug oder was? Ah, oh, dann machen wir das eben anders. Der müsste ja eigentlich gespeichert haben hier im Autosave. Ich will den Turm haben. Dann verkaufen wir jetzt erstmal die Munition und gehen dann dahin. Sehr merkwürdig. Naja. Bin ja auch mal gespannt, ob die Mods dann noch funktionieren. Aber wahrscheinlich nicht, oder?
keine Ahnung. Aber ich werde das sowieso weitestgehend erstmal Vanilla durchzocken wollen. Kapitän. Ja komm, ihr kriegt hier eure Level-Ups. Du kriegst das mit den Maschinen. Du kriegst das mit dem Dingen. Herr Kaloy? Was brauchst du, Herr Kaloy? Shoppen. Schau mal. Oh, verkauf mal 1000. So, dann haben wir genug. Ich möchte gerne mein Boot aufrüsten. Und es ist immer noch nicht da, wie ziemlich verarschen. Wo zur Hölle ist mein Kommandoturm? Hallo? Och, der war doch gerade da. Wir hatten nur nicht genug Geld. 2000. Das gibt's doch nicht. Wieso funktioniert das denn jetzt nicht? Was brauchst du, Herr Kaloy? Gib mir meinen Kommandoturm. Ich werde probieren, ob das nach dem Urlaub geht. Wie ist das zur Hölle? Beim BDU wird viel über ihre letzte Patrouillenfahrt geredet. Ja. Ja, schön. Hä? Wie steht ihr das? Super merkwürdig. Was brauchst du, Herr Kaloy? Ich will mein Kommandoturm, du. Ey, das gibt's nicht. Immer eine Sache wissen. Ist er dann da? Also durch den Militärvorrat kriegen wir ja noch ein bisschen Kohle hier. Budget 15.000. Ich will das auch noch erforschen hier. Ich will meinen Kommandoturm. Was brauchst du, Herr Kaloy? Mein Kommandoturm. Er ist halt nicht da. Der Dande. Kapitän? Geh mal shoppen. Was brauchst du, Herr Kaloy? Ich will meinen Kommandoturm. Wieso ist die nicht da? Okay, er ist das. Achso, er ist billiger geworden, oder was? Ja, gut. Der nicht 60.000 gekostet. Deswegen war ich jetzt so verwirrt. Ah. Okay, lassen wir es mal so stehen. Schau mal. Dann hätte ich mir Munition aber auch sparen können. Dann mach mal voll. Gerne davon welche mitnehmen. Dann haben wir das auch. So, das dauert nochmal 3 Tage. Urlaub haben wir gemacht. Und dann können wir uns der nächsten Mission widmen, Leute. Forschung ist auch abgeschlossen. Wunderbar. Können wir die auch noch einbauen. Hier oben gibt es auch nochmal einen Militärvorrat. So, akzeptiere es. Dann rüsten wir das U-Boot jetzt erstmal richtig auf hier. Ja, richtig Schnorchler da.
24.000. Das können wir uns nicht leisten, oder? Okay. Und das jetzt verkaufen. Das kostet nämlich jetzt 6. Brauchen wir 1000 Stück davon. Dann tricksen wir jetzt ein bisschen. Wer geht da nochmal hin? Was brauchst du, Herr Kaloy? Wie kostet das jetzt 32.000? Jetzt einfach alles gerade teurer geworden oder was? Ist ja einfach nur super merkwürdig. Was brauchst du, Herr Kaloy? Ihr seht das doch auch, oder? Wir brauchen noch 6.000. Und wir verkaufen 2.000 davon. Kapitän? Bist du die Munition weniger? Was brauchst du, Herr Kaloy? Nein, nicht das. Bei ihm kostet auch 6.000. 120 Beschüsse. Ja, auf Wiedersehen. Das dauert jetzt auch nochmal 3 Tage. Beim BDU wird viel über ihre letzte... Okay, das läuft, das wird hier aber nicht angezeigt. Sehr merkwürdig. Naja. Dies sind die heutigen Aufträge vom BDU. Streng geheim. Wir sind immer streng geheim. Wir machen die Entscheidungsschlacht weiter, würde ich sagen. Ne? Spionage, Patrouille. Ja, wir haben keinen Taucher hinzu. Minenlegen. Aruba ist weg. Yes, ja, dann bleibt ja nicht mehr viel. Ausgewählt und abgelegt. Hä? Wieso habe ich nicht genug Kraftstoff gebraucht? Hätte nicht getankt. Herr Kaloy? Leute. Was brauchst du, Herr Kaloy? Schau mal. Naja. Können wir uns das nochmal geradewegs leisten, ne? Schneller, schneller! 6 Kartoschka sind noch an Bord. Ah, 50. Nochmal 50. So, da gibt's jetzt Busbrot. Wir müssen Kartoschka mehr. So. Falls jemand eine Kartoschka dazu will. So eine Grumbeere. Kann er die kriegen. Ja, eigentlich viel nichts weg. Kommandoturm wurde günstiger und die Batterien wurden teurer. Alles super strange. Na, ja, ich habe meinen Lieblingskommandoturm. Oh, war ganz schön heavy hier, ne? Und wir flitzen hier hin. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Oh, hier können wir wieder uns voll laben. Und wir haben T5 ans Bord. Yeah. Nice. Und es soll wohl auch einen nahtlosen Übergang geben. Jetzt bald. Und dass man, wenn man hier so reinzoomt, dann direkt irgendwie da ins U-Boot reinzoomen kann oder so. Ganz genau verstanden habe ich es auch noch nicht. Aber das werden wir dann alles hoffentlich herausfinden. Oder auch nicht. Falls ihr nicht mit dabei seid, dann wisst ihr es halt nicht, ne? Ja. Schlechte Luftqualität, willst du nicht verletzen? Hey. Mach mal die Luke auf. Hallo?
geben wir euch ab. Nee. Vielleicht treffen wir jetzt noch ein paar schöne Konvois. Weiß nicht, ob wir bis zum Update noch die 150.000 Tonnen voll kriegen, die wir jetzt noch brauchen. Naja, bis zum Ende des Krieges nicht, aber ich werde dann direkt eine neue Staffel mit einer neuen Playlist anfangen. Und eventuell werde ich nochmal neu starten müssen, wenn wirklich die Vollversion draußen ist. Aber das werden wir dann sehen. Wer weiß. Rang 2,5. Was habt ihr denn? Weit auseinanderliegende Rauchwolke im Plagquadrat. Verdächtige Konvoi nordöstlich. Sendepeilmeldung. Ja. Ah. Na, die hauen hier gerade ab. Ja, sollen wir so mitnehmen? Ja, eigentlich sollte man sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen. Ne? Die können wir eigentlich noch gut abfangen hier. Zu Befehl. Kurs setzen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Ihr da, wir gehen hier runter. Auf 50 Meter. Check mal die Lage. Da sind Herr sie Kaloy, nicht. Ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Da sind sie. Vermutlich ein Geleitzug. Bestätigt. Das nicht. Jo, fahr schon mal los. Seerohrtiefe. Wechseln auf Dieselmotor. Cruisen die da rum? Keine Ahnung. Wir gehen noch halbe Fahrt und rundhäuten. Bin ja auch mal gespannt, wie sie das lösen mit diesen drei Sachen. Das wollen sie ja, glaube ich, zusammenfassen. Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Vermutlich ein Geleitzug. Ei, ei, Herr Kaloy. Vermutlich ein Geleitzug. Tanks 20 Meter. Ja, ja. Wechseln auf Dieselmotor. Ei, ei, Herr Kaloy. Legen Sie den Kurs an. Bestätigt. Alarm. 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 Auf Gefechtsstation. Bestätigt. Bis seine Leute. Und wir tauchen. Auf Seerohrtiefe gehen. Wechseln auf E-Motor. Auf Seerohrtiefe. Ah. Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Vermutlich ein Geleitzug. Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Vermutlich ein Geleitzug. 17 bis 38, wohl, Alter. Herr Kaloy. Legen Sie den Kurs an. Jawohl, Herr Kaloy. Da haben wir es ja schon. Oh, ein Objekt. Oh, die sind ja auch mal recht häufig anzutreffen, ne? Torpedo ausrichten. Kannst du schon mal ein Torpedo ausrichten, ne? Was haben wir da? Ach so, ein Kutter. Noch ein Objekt. Wow. Feindlicher Zerstörer auf 11 Uhr. Legen Sie den Kurs an. Ei, ei, Herr Kaloy. Ja, ich würde schon echt gerne das Schiff da erst torpedieren, ne? Aber das wird, glaube ich, nichts. In der Zerstörer muss er weg. Ausrichten. Wir gehen auf kleine Fahrt. Ich habe auch noch einen Zerstörer festgestellt. Jo. Ich ein Geleitzug. 12 Uhr. Torpedokurs. Ja, mach mal bitte mit. Kurs setzen. Jawohl. Feindlicher Zerstörer auf 12 Uhr.
Alter. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Begleitschiffe. 2 Objekte. Noch ein fetter Tanker. Die Wave Premier. Premier. Zara Yotrani. Oh, ein C3. Haben wir auch noch nicht gesehen. Ne? Also, tonnagemäßig lohnt sich das ja voll. Rohr 1 bewässern. Rohr 1 bewässert. Wir sollten uns so vorher nicht entdecken. Ja. Jetzt nochmal im Speichern. Könnte ja jetzt gemein sein und die Folge beenden, aber eigentlich ist Folgenende noch nicht erreicht. Noch nicht so ganz. Aber lass den Weg nochmal ein bisschen besser werden. Das ist mit dem T1, ne? Das sehen die. Da haben wir um 11 Uhr. 2, bewässern. 1 Meter. Rohr 2 fertig. Machen wir da 90 draus. Aber nach rechts bitte. Und. Los! Raus mit dem Aal. Top-Torpedokurs berechnen. Zu Befehl. So, Kleiner. Schnapp sie dir. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. 40 Sekunden bis Torpedo einschlag. Oh no. 20 Sekunden. 10 Sekunden bis Einschlag. So, die werden jetzt alle wohl fresh durchdrehen. Herr Kaloy? Jawohl. Wir geben schon mal Vollgas. Und Michael schmeißt mal gleich einen Täuschkörper ins Wasser. Sehr wohl, Herr Kaloy. Und zwar jetzt. Dankeschön. Ja, dass er immer die Täuschkörper dabei hat, das funktioniert am besten, finde ich. Ja. 4000. Wo bist du denn? Und Polski? Das brauchen wir nicht mal eine Fahne. Doch, hier hinten. Ja, jetzt sind wieder die Kollegen hier, die hier die ganze Zeit so krass hin und her jiggern. Ne? Oh. Cool, die sind schon gesunken. Aha. Dann geht's eigentlich hier um die Objekte, ne? Kein Henkel. Ja, das hier ist auch noch voll wichtig. Naja, reicht da, wenn wir mit großer Fahrt fahren. Ja. Kapitän? Er schiebt gerade in den nächsten Ohr rein. Ey, du hast das Gelöt da vorne vergessen, Kollege. Nee. Bin ja mal gespannt, ob der Fehler immer noch da ist. Ne? Rohr 2 geladen. Im nächsten Update. So, die kommen direkt auf uns zugefahren. Aber ein T5 haben wir jetzt nicht drin, ne? Torpedokurs berechnen. Ja, das wird noch spannender. So, hoffen wir das so.
Nehmen wir als nächstes ein T5 rein. Da ist er auch schon. Die sind schon mal weg. Jo, aber die Folge ist jetzt leider vorbei, Leute. Tja, das bleibt weiter entspannt. Aber ich würde sagen, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Liken, fürs Abonnieren, Kommentieren. Ich freue mich, dass ihr hier mit am Start seid. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei meinem Kanal Unterstützer, dem Gerd, dem Sascha, dem Isaizo, dem H2OSO und dem Lineberry. Ihr habt euch wohl und ich sage, bis denn.